Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal PokéDentist. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Wir werden nämlich heute diese wunderbare Box öffnen. Nämlich die Pikachu V-Box. Eine wunderbare, schöne Kollektion. Halt, stopp! Bevor es weitergeht, Daumen nach oben, abonnieren und Glocke aktivieren. Danke. Zweimal strahlende Sterne, zweimal Fusionsangriff, zwei Promokarten und eine XXL-Karte. Und was wir genau ziehen und ob sich die Box gelohnt hat, das sehen wir gleich. Ja, vielen Dank für diese professionelle Überleitung. Und da sind wir auch schon mit dieser grandiosen Box. Ich weiß, natürlich bin ich so gut vorbereitet, dass ich den Preis nicht genau weiß. Aber ich glaube, die Box kostet so 18, 19 Euro. Ich glaube, es geht sogar noch billiger. Und ich würde sagen, wir machen die mal auf. Hier ist auch eine wunderschöne, süße Pikachu-Karte am Start. Und schauen mal. Ich packe die jetzt mal aus, die ganzen Sachen. Und dann sehen wir uns wieder. Und da sind wir. Mit den vier Boostern, wir haben hier, wie gesagt, zweimal Fusion Strike, zweimal Brilliant Stars. Und wir fangen an mit dem ersten Booster. Und dazu würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen näher ran. So. Okay, let's go Brilliant Stars. Chase-Karte. Wer weiß es, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ja, es ist Lugak. Alternativ. Und wir haben hier einen Hit. Ich muss nur kurz gucken. Es ist jetzt eh egal. Da ist die Code-Karte. Wir haben hier auf jeden Fall einen Hit. 1, 2, 3, 4. Und was sagst du? Ich sag Feuer. Oh, da glänzt es aber gewaltig. Das war übrigens Wasser. Tropius, ein Ultraball. Dann haben wir ein Groudon als Krebskorps. Oh Gott, ich bin gespannt. Das erste Pack, direkt ein Hit oder ist es wieder ein Shit? So, und wir sind auch schon bei der Reverse-Karte und geil. Also ich muss sagen, die ist geil. Bin ich ganz ehrlich, die gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wenn es eine normale VMAX-Karte ist. Ich finde Mimikyu echt eine geile Karte und passt ja auch hier zu der Promokarte. Mega. Ich habe echt lange nichts aus Brilliant Stars gezogen. Und deswegen hoffen wir jetzt, dass wir auch noch aus diesem wunderbaren Fusion Strike eine Altart ziehen können. Das wäre natürlich was, gell? Mich würde mal interessieren, hat irgendjemand von euch Gengar VMAX Altart oder wie? Nee, VMAX Altart gezogen. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Ich habe keine Ahnung. Das ist richtig. Die Codekarte vom anderen Pack zeige ich euch auch noch. So, die wäre einmal hier. Und wir gehen wieder mit 4. 1, 2, 3, 4. Einen Moment. So. Und habe ich schon einen Trick gemacht? Ja. Was sage ich? Blatt. What? Kampf. Boah, Alter, da glänzt es schon wieder, Leute. Infusion Strike. Glänzen ist geisteskrank. Drückt mir die Däumchen. Sandama. Blatt. Morpeko. Panzeraeron. Samenschussi. Plussel und Minussel. Snomnom. Oh, ich bin aufgeregt. Was wird es sein? Es ist auf jeden Fall falsch rum. Chili, Cillin und Cress. Oder Thress oder whatever. Geile Karte. Habe ich auch noch nicht. Ein tolles Trio. Sieht aus wie, als würden die im Service arbeiten. Cool. Ich muss echt sagen, die Box hat sich bisher absolut gelohnt. Hulk,
Pulk weg. Und das nächste Brilliant Stars. Sag mal, was ist denn das für eine Pullrate hier? Aber ich will es nicht verschreien. Denn. Boah, wie war's? So war's. Ha! Ich hab's durchgespielt. So. Und wir machen den Kartentrick. 1, 2, 3, 4. Und jetzt ziehen wir. Klurak Altart. Oder? Es gibt noch geile, auch geile andere Karten. Naja, egal. So, ich sage Wasser. Psycho. Eine Art Rare wäre auch cool. Chillabell. Pinguin. Nasket. Ich versuche immer die deutschen Pokémon-Namen zu sagen. Wenn ich mal nichts sage, dann liegt es daran, dass ich den Namen nicht kenne. Wiesel. Laukaps. Chinchilla. Chinchilla. Und. Ey Leute, hier ist der absolute Fehler. Was ist denn hier mit diesen Packs los? What? Zwei Reverse? Nein. Das ist Schwert und Schild. Da sind keine zwei Reverse-Karten drin. Okay, wir machen den Test. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ganz strange. Ganz, ganz strange. Naja, gut. Es geht los mit dem letzten Booster. Und es guckt uns direkt ein wildes Raupi an. Macht die Pokebälle bereit. Hier ist die Codekarte. Und 1, 2, 3, 4. Das war eben strahlende Sterne. Genau, jetzt kommt Fusion Strike nochmal. Und wir gehen rein mit... Was gibt's denn? Metallenergie. Feuer. So. Feuerenergie. Saftkorn. Der Battle VIP Pass. Ein Schuljunge. Da ist das süße Raupi. Es guckt an zu seinem Kumpel. Im anderen Raupi. Wieder ein Morpeko. Ein wunderbares Evoli. Muschas. Ist aufgeregt im Strudel unterwegs. Kommt da noch was? Kommt da noch was? Lucario V! Eigentlich auch eine coole Karte, muss man schon sagen. Diese Box für unter 20 Euro mit diesen beiden Promokarten bei Pikachu macht man natürlich nie was falsch. So wie Mimikyu V-Max, der Fuller Trainerkarte und noch Lucario V. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Kauft euch gerne diese Box. Ich würde sagen, die ist auf jeden Fall wert zu öffnen. Sie hat die mittlerweile wirklich stark im Preis gestiegenen Booster Fusion Strike und Strahlende Sterne. Gut, dass ich Englisch und Deutsch mische. Fusion Strike und Brilliant Stars oder Fusionsangriff und Strahlende Sterne. Und ja, da macht man, denke ich, nichts falsch. Deswegen haut rein. Ich würde euch vielleicht einen Link in den in die Infobox reinhauen, damit ihr sehen könnt, wo man die günstig bekommen kann. Und damit würde ich sagen, lasst ein Like und ein Abo da, denn das schadet nie. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!